Ich werde jetzt nochmal, damit ihr mir jetzt hier nicht irgendwas vorwerfen könnt, mit dem Messer dran gehen und mal einfach versuchen, hier unten die Kante irgendwie aufzukriegen. Boah. Moin Meisters und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute haben wir ein Paket und zwar nicht irgendein Paket, sondern tatsächlich die erste Graded Karte, die es wieder zurück zu mir nach Hause geschafft hat. Ich habe schon vor Monaten Karten zu BGS und PSA geschickt, mittlerweile auch zu diversen deutschen Grading Firmen. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, da werden diesen Monat auch einige Videos kommen. Aber das hier war tatsächlich das erste, was wieder angekommen ist. Und wie ihr sehen könnt, das ist von Elite Grading Germany. Das ist eine junge Grading Firma aus Deutschland und die haben mich gefragt, yo, möchtest du mal unser Grading testen? Schick uns doch eine Karte zu und wir graden die für dich. Und genau das habe ich gemacht. Wir haben nämlich eine Karte zu Elite Grading Germany geschickt und ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil das wird meine erste Graded Card sein, die ich zu Hause haben werde. Vorerst zumindest. Leute, das Video ist übrigens keine bezahlte Werbung. Die haben mich einfach über Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich mal deren Grading Service testen will. Denn heute testen wir das Case auf die Qualität, auf das Feeling, auf den Look und natürlich auch, wie sicher es ist, beziehungsweise wie leicht kriegt man es auf, wie gut ist es verschweißt, sieht man Rückstände, wenn man es denn aufkriegt und so weiter und so fort. Alles super wichtige Fragen, die man klären muss, bevor man seine Karten zu einem Grading Service schickt. Und da ich das Label von denen an und für sich gar nicht so schlecht fand, dachte ich mir, versuche ich es auf jeden Fall mal und schicke mal eine Karte los. Als Karte habe ich jetzt keine mega wertvolle Karte genommen, aber eine Karte, die mir irgendwo am Herzen liegt. Und zwar ist das das Lavados Arctos Zapdos GX Artwork aus Hidden Fates. Das hat so viel gezogen in einem Opening, ich glaube sogar in einem der ersten Openings, wo sie dabei war. Alter, das ist aber sehr nice. Dahinter ist noch was. Oh mein Gott, Junge, was ein krankes Pack. Was ein krankes Pack. Und hat mir die Karte danach geschenkt. Dementsprechend, oh shit. Dementsprechend hat die Karte einen gewissen emotionalen Wert für mich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Karte bekommen hat. So Leute, wenn wir das Paket aufmachen, sehen wir erstmal einen schönen Zettel, der sogar handbeschrieben wurde. Sehr, sehr nice. Finde ich immer sehr schön, wenn die Leute sich da irgendwie was bei denken oder so einen kleinen Wisch dazulegen. Hier oben noch ein nicer Sticker drin. Und, finde ich auch persönlich sehr nice, einfach ein japanischer Booster umsonst mit dabei. Vielleicht haben wir hier noch einen Hit drin, den werden wir auf jeden Fall gleich aufmachen. Und Leute, dann haben wir hier einfach nur ein bisschen Luftpolsterfolie. Immer sehr gut. So Leute, und dann haben wir hier unsere Graded Card, die packen wir gleich aus. Und eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, wir haben einfach unseren Top-Loader zurückbekommen. Das ist normalerweise nicht so, also wenn man seine Karten sonst irgendwie bei PSA oder Beckett oder sonst irgendwo einschickt, die behalten die Top-Loader immer und, keine Ahnung, schmeißen die weg oder verkaufen sie weiter, kein Plan. Auf jeden Fall kriegt man die sonst nicht zurück, das ist schon mal sehr, sehr nice. Und ich habe sogar alles, wo ich die Karte drin verpackt habe, nämlich hier diesen kleinen, keine Ahnung, Styropor-Umschlag, was auch immer. Den habe ich sogar auch mit zurückbekommen. Das finde ich nämlich sehr, sehr cool, weil ich finde es manchmal ein bisschen weird, wenn die Grading-Firmen einfach das Zeug, was man mitschickt, behalten. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Dementsprechend schon mal der erste Pluspunkt. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal das Paket auf. Ich bin wirklich sehr gespannt, Leute. Wie gesagt, Leute, auch die erste Karte, die ich persönlich in meinen Händen halten darf. Wir haben ja insgesamt 5 Karten noch bei Beckett, die werden auch im Laufe dieses Jahres noch zurückkommen. Wir haben noch Karten bei PSA und bei Platin Grading, die Karten von Platin Grading, insgesamt 16 Stück, kommen diesen Monat auch wieder, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Da werden auf jeden Fall einige sehr, sehr nice Grading-Videos auf euch zukommen, Leute. Und ich würde sagen, also ist auf jeden Fall sehr gut verpackt, kann man sich nicht beschweren. So, Leute, wir packen es mal aus und ich bin so gespannt, wie sich das anfühlen wird in der Hand. So, ist auf jeden Fall mehrfach verpackt, das ist auch sehr gut. Okay, Leute, hinten stehen die Subgrades drauf, oben könnt ihr hier sehen. Sehr nice, okay, bevor wir das jetzt aufmachen, ich lege jetzt nochmal den Zettel drüber, machen wir jetzt erstmal den Booster auf, der hier mit bei war. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Vielleicht haben wir Glück, ich weiß gar nicht, ob hier das Despot drin sein kann, aber mal sehen. Vielleicht haben wir einen Hit, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Eine Karte nach vorne ist hier meistens der Trick. Und ich würde sagen, wir legen los mit 5 Karten japanisches Battle Styles. Und haben wir einen Hit? Nope, leider nicht. Schade. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Gimmick, dass man einfach noch einen Booster dazu kriegt, wenn man seine Karten dort graden lässt. Habe ich aber auch schon öfter gesehen, dass das Companies so machen. Von daher auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Und ich würde sagen, Leute, bevor wir weiter rumlabern, revealen wir jetzt mal die Rückseite. Okay. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze direkt aus. Wir haben hier einige 9, einige 10, aber auch eine 7. Das sieht so ein bisschen nach einer 8 aus. Werden wir mal schauen, was die Jungs von Elite Grading Germany daraus gemacht haben. Also, wir können direkt mal sagen, dieses Case fühlt sich gut an, aber es macht so ein bisschen den Eindruck wie dieses
standardmäßige Case mit diesem Label Space hier oben. Darunter einfach die Karte, keine Eingravierung oder sonst was. Vielleicht haben wir das ja auf der anderen Seite. Aber an und für sich fühlt sich das Ganze relativ hochwertig an. Wir werden natürlich auch gleich versuchen, das Case aufzubrechen. Natürlich nur mit den Fingern und jetzt nicht mit irgendeinem Werkzeug. Wir sehen hier auf jeden Fall am Rand einige Bläschen, was darauf hindeutet, dass es auf jeden Fall mit Kleber verschlossen wurde. Was meiner Meinung nach eigentlich die bessere Variante ist. Weil oft ist das so, dass wenn das per Ultraschall oder Druck versiegelt wird, kann man das wirklich sehr, sehr, sehr leicht aufmachen. Und in diesem Fall muss ich sagen, macht es überhaupt nicht den Eindruck, als wenn das hier irgendwie eine Möglichkeit wäre. Ich komme auch hier, hier gibt es gar keine Kante zwischen, die man greifen könnte. Aber ich würde sagen, Leute, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Mich selbst auch nicht. Deswegen drehen wir den einmal um. Let's go! Oh, Baby! Das sieht sehr nice aus. Wir haben eine mit 9. Okay. Scheinbar haben wir hier keine 8,5 oder was auch immer, weil ich denke, bei 9, 9, 10 und 7 sollte es eigentlich eine 8,5 sein, wenn ich mich nicht vertue. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachfragen, ob es hier die Zwischengrades gibt, weil ich finde es eigentlich viel besser, wenn die Karten keine 8,5 oder sonst irgendwas haben können, sondern wirklich einfach nur eine Note. Welche Kategorie war es denn? Centering. Also Rückseiten-Centering ist auf jeden Fall in Ordnung. Vorderseite wahrscheinlich dann nicht. Ja gut, aber das kann man auch immer sehr schlecht sagen bei den GX-Karten. Oben links die Ecke vielleicht auch. Aber an und für sich, Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin mega zufrieden, wie sich das Case anfühlt. Die Karte ist sehr, sehr schön da drin verpackt. Beschreibung, ja, sehr knackig hier oben. Englisch natürlich auch, obwohl die Karte deutsch ist. Finde ich persönlich sogar besser, wenn es Englisch ist. Einfach nur, weil es ein bisschen verständlicher ist für den Sammler generell, der ja nicht unbedingt immer deutsch sein muss. Als erste Kategorie bewerten wir auf jeden Fall erstmal das Label. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Label ein bisschen, ja, ein wenig langweilig. Aber das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Die Information auf jeden Fall sehr gut. Alles richtig. Es kommt nämlich auch mal gerne vor, dass da irgendwelche Fehler unterlaufen. Und auch nicht 29 Mal das Logo von Elite Grading, sondern hier unten einfach einmal knackig in der Mitte. Man sieht natürlich auch direkt die Grade. Die Rückseite, ich finde das super nice, wenn die Firmen Subgrades mit reinnehmen. Noch ein QR-Code, damit man die Karte gegebenenfalls digital schnell griffbereit hat. Also die Rückseite vom Label finde ich sehr nice. Der Rückseite würde ich auf jeden Fall eine 9 von 10 geben, weil ich finde die Rückseite sehr nice. Die Vorderseite allerdings nicht ganz so gut. Da würde ich eher so eine 7 von 10 geben, weil ich finde es sehr nice, wie die das mit dem Logo und diesem Abschnitt hier unten gemacht haben. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das hier oben eventuell nochmal machen würde, um die Grade an sich nochmal ein bisschen abzusetzen vom Rest, wäre das auf jeden Fall wesentlich nicer. Allerdings finde ich dieses simple Design auch sehr nice. Deswegen würde ich hier fürs Label insgesamt eine gute, knackige 8 von 10 geben. Als nächstes die Qualität des Cases. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Case fühlt sich sehr gut an. Aber was man dazu sagen muss, ich kann wirklich nicht feststellen, dass man hier irgendwo reinkommt. Also wenn ihr euch das mal anschaut, hier ist nirgendwo irgendeine Kante. Man sieht das so in der Reflexion. Auch hier sieht es so aus, als wenn da irgendeine Lücke wäre. Aber Leute, hier ist gar nichts. Es sieht halt erst so aus, aber ihr könnt sehen, wie glatt das wirklich ist. Also hier gibt es gar nichts, wo man mit den Fingernägeln rein kann. Gar nichts. Das, Leute, finde ich, ist der aller wichtigste Punkt bei einer Grading-Firma. Nämlich einfach, dass die Cases nicht aufgehen. Das ist so wichtig. Und ich werde jetzt auch einfach nur, weil, Alter, also damit habe ich nicht gerechnet. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos zu Grading geguckt. Ich hatte, auch wenn ich jetzt selber noch nicht so viele gegradete Karten hier habe, habe ich schon einige gegradete Cases in der Hand gehabt von natürlich Beckett und PSA, aber auch von Platin Grading und GSG. Und jedes Mal hatte man irgendwie das Gefühl, dass wenn man wirklich wollen würde, könnte man das Case easy aufbrechen. Natürlich könnte ich auch einfach das hier in der Mitte durchknicken. Wobei man sagen muss, guck mal, wenn ich jetzt hier, und das ist schon nicht wenig Druck, das bendet fast überhaupt gar nicht. Man hört auch nichts. Man kann es nirgendwo aufkriegen. Da bin ich, also ich bin sehr positiv überrascht davon. Mich würde mal interessieren, was jemand wie zum Beispiel der Geodude oder so davon hält, weil, also ich kriege hier nichts rein. Ich kriege nichts dazwischen. Also wie gesagt, Leute, ich wundere mich gerade extrem, dass man das nicht aufkriegt. Also ich frage mich, wie die das versiegeln, weil viele Leute, vor allen Dingen so neuere Companies, haben immer Probleme damit, dass die Cases nicht richtig zu sind. Gerade so Platin-Grading und so, da kriegt man problemlos die Cases auf. Aber das hier kriegt man überhaupt nicht auf. Also ich bin wirklich überrascht. Also ohne Flachs, Leute. Das ist krass. Ja, die Karte an und für sich liegt auch sehr gut im Case. Ich würde sagen, da ist weniger als 1 mm Spielraum nach oben und unten.
zur Seite gar nichts. Also wirklich nix. Also das ist schon gut gemacht. Das Case ist auf jeden Fall gut gemacht. Das ist auf jeden Fall nicht aus einer Woche Arbeit im Keller entstanden, sondern da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, wie man das vernünftig zukriegt. Weil diese Karte kriegst du dann nicht mehr raus. Also die kriegst du dann nicht mehr raus, ohne das Case so zu beschädigen, dass es wirklich kaputt ist. Und das ist ja im Endeffekt das, was wirklich zählt. Wenn man zum Beispiel dieses Case einfach an irgendeiner Ecke aufmachen könnte und vorsichtig die Karte rausnimmt, ohne dass das Case wirklich Schaden davon nimmt oder bricht, würde das ja bedeuten, dass man einfach eine neue Karte reinlegen kann, die gegebenenfalls schlechter ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen 10er Glurak hätte, könnte man das einfach rausnehmen und eins reinlegen, was halt ein bisschen schlechter ist. Dementsprechend wäre das wirklich überhaupt nicht gut und das war auch genau das, was ich meinte, als ich gesagt habe, das ist am wichtigsten, nämlich, dass das Case nicht aufgeht. Und das geht wirklich nicht. Also Leute, ich bei aller Liebe, ich werde jetzt nochmal, damit ihr mir jetzt hier nicht irgendwas vorwerfen könnt, werde ich jetzt nochmal mit dem Messer dran gehen und mal einfach versuchen, hier unten die Kante irgendwie aufzukriegen. Also nee, vergiss es. Also man kann ja auch nicht mit der Spitze irgendwo zwischenkommen. Ich mach's halt nur kaputt damit. Und das ist wirklich genau das, was wir haben wollen. Case hat äußerlich auch kaum Kratzer. Hier vorne, unten, sehen wir so einen kleinen Kratzer. Hier oben drauf, sehr schwierig zu sehen. Aber an und für sich geht das auf jeden Fall fit. Ist eine junge Company, deswegen würde ich so Sachen wie diese Bläschen beim Verschließen jetzt nicht unbedingt ankreiden, denn das sind natürlich Sachen, wo die sehr, sehr penibel drauf achten werden, also wenn es wirklich so gut zu bleibt. Es sieht natürlich auch so aus, als wenn hier diese Naht wäre, wo es zu ist, aber Leute, ich sag's euch, wie es ist. Es ist komplett glatt, as smooth as it gets. Ihr seht das hier, da ist keine Kante, gar nichts. Also das ist, ich finde das beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend. Hier ist Elite Grading auf jeden Fall vielen anderen Companies voraus. Ich bin dementsprechend sehr zufrieden und würde für das Case tatsächlich eine 9 von 10 geben. Also ich finde, das Einzige, was man noch ändern könnte, ist vielleicht, ja, einfach das Case ein bisschen zu individualisieren. Man muss halt einfach sagen, das sind diese Standard-Slabs, die im Prinzip jede Company benutzt, denke ich zumindest. Also ich erkenne hier keinen Unterschied zu anderen Grading-Firmen, rein optisch betrachtet, was das Plastik angeht, was das Case betrifft. Dementsprechend würde ich trotzdem sagen, das Case fühlt sich hochwertig an. Es geht nicht auf. Es ist sehr glatt und sauber. Keine Kratzer oder ähnliches drauf, auch weil es sehr gut verpackt war. Dementsprechend würde ich hier tatsächlich auch eine 9 von 10 fürs Case geben. Da wir jetzt alle Kritikpunkte, die ich so persönlich als Sammler an so einem Case haben könnte, abgegangen sind und Bewertungen dazu abgegeben haben, die meiner Meinung nach erstaunlich gut waren, würde ich nochmal gerne auf den Service eingehen. Bevor ich den Service beurteile, muss ich natürlich dazu sagen, dass ich das Ganze über Instagram gemacht habe und nicht einfach über deren Internetseite, sondern wie gesagt, die haben mich hier angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, mal eine Karte bei den Graden zu lassen. Aber ich denke, allzu sehr wird das nicht vom normalen Service abweichen. Ich habe meine Karte in einem ganz normalen Briefumschlag dahin geschickt. Das habe ich auch gemacht, um, naja, nochmal zu sehen, wie vertrauenswürdig das Ganze ist. Ich hätte es natürlich als Paket mit Sendungsnummer abschicken können, aber ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal so und schaue, wie die damit klarkommen. Und tatsächlich haben sie sich 2 Tage später sofort bei mir gemeldet, mir Bescheid gegeben, dass die Karte da ist, mir einen ungefähren Zeitraum gegeben, wie lange das Ganze dauern wird. Und im Endeffekt lagen sie deutlich unter den angegebenen 2 Wochen. Allerdings kann ich natürlich nicht sagen, wie sehr meine Internetpräsenz, sag ich mal, dabei eine Rolle gespielt hat. Die Turnaround-Time war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich kann mich da überhaupt nicht drüber beschweren. War sehr zufrieden, dass die Karte jetzt schon, ich glaube, nach 10 Tagen oder so, war die jetzt schon wieder hier. 10 Tage, nachdem sie dort angekommen ist. Wurde auch, wie gesagt, sehr, sehr gut verpackt, verschickt. Dazu gab es dann noch den Booster, ein kleines Kärtchen. Der Slab war mehrfach verpackt in so einem Ding, in Alufolie, lul. In Luftpolsterfolie und so weiter und so fort, Leute. Von daher, darüber kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Finde ich auch sehr gut, wie die das gemacht haben und dass sie so ein bisschen was dazugelegt haben, wie zum Beispiel den japanischen Booster. War ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie fehlt mir generell bei diesen Cases ein bisschen was. Ich weiß nicht genau was, aber das Label auf der Vorderseite ist einfach für mich nicht so mega zufriedenstellend. Natürlich liegt es daran, dass diese Grading Company noch relativ jung ist, aber ich finde, irgendwas muss noch mit der Label-Vorderseite passieren und dann glaube ich, hätten die auf jeden Fall gutes Potenzial. Was denkt ihr darüber, Leute? Mich würde es wirklich sehr interessieren, was ihr von diesem Case denkt. Was denkt ihr von dem Grading an sich und von dem, was ich euch gerade so erzählt habe? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich würde das mega gerne wissen, denn wenn ihr das cool findet und vielleicht auch mal selber Karten bei EGG graden lassen wollt,
Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr das selber machen, wenn ihr euch so diese Karte anguckt? Damit würde ich natürlich nicht sagen, dass ihr es machen müsst, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Aber rein theoretisch würdet ihr es machen. Denkt ihr, das ist ein cooler Grading-Service? Natürlich sollte man jetzt nicht seinen Base-Set-Glurak hier einsenden, wenn man eine Wertsteigerung erwarten will. Aber ich denke, da geht es eher um Karten aus seiner Sammlung, die man einfach versiegelt haben möchte und die man im besten Fall nicht unbedingt wieder aus dem Case herausbrechen kann. Dementsprechend, Leute, ich bin sehr, sehr überrascht von der Stabilität des Cases. Fühlt sich sehr robust an, ist auch sehr robust, geht nicht auf, mit den Fingern zumindest. Natürlich kriegt man die mit Werkzeug und so weiter und so fort auf, aber ich denke nicht ohne Rückstände zu hinterlassen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Es wäre sehr cool und auch wichtig für mich, wenn ihr unter diesem Video einen Kommentar schreibt, einfach nur um mich wissen zu lassen, was ihr davon haltet. Denn es wäre für mich durchaus eine Option, mit den Jungs von EGG zusammenzuarbeiten. Ich habe denen natürlich gesagt, dass ich erstmal eine Karte von denen haben will und das Grading erstmal testen möchte, bevor ich irgendeine Kooperation oder sowas mit denen eingehe. Und natürlich möchte ich euch vorher fragen, ohne dass ihr mir da euren Segen gibt, sage ich mal, würde ich das sowieso nicht machen. Dementsprechend sagt mir gerne eure Meinung dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Findet ihr das cool? Ein Grading bei EGG kostet übrigens 15 Euro. Ich würde dann wahrscheinlich noch einige Rabattgutscheine bekommen. Das bedeutet, es wäre ein sehr günstiges Grading. Und ich denke, den Zweck, eine Karte zu versiegeln, sodass man sie nicht mehr aus dem Case kriegt, erfüllt dieses Case auf jeden Fall zu 100%. Ich bin, wie gesagt, positiv überrascht. Bin sehr zufrieden damit. Bin auch sehr gespannt auf euer Feedback, Leute. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im Laufe der Woche oder spätestens nächsten Sonntag, Leute. Diesen Monat werden auf jeden Fall noch einige Videos zu gegradeten Karten kommen. Es kommen über 15 Karten von Platin Grading bei mir an. Vielleicht jetzt auch innerhalb der nächsten Wochen mal langsam meine Beckett-Karten. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr kranke First Edition Vintage-Karten eingeschickt, Leute. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir gerne, was ihr über den Grading-Service denkt. In die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir haben in dem Fall auch sehr wichtig, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.